Jo und ein herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1, meine lieben Freunde da draußen. Ja, wir sind jetzt mitten in der Festung, wir müssen ein bisschen schleichen, ist jetzt nicht mehr so viel Geballer. Wir sind mehr so Stealth-mäßig unterwegs, immer im Verdeckten. Wir machen das eigentlich schon ganz gut. Wir müssen jetzt irgendwie nur da hochkommen. Ja, die finden andauernd Leichen. Das soll uns aber nicht stören. Ich kann mit der Knarre, ich kann überhaupt nichts sehen, Alter. Oder hinten ist noch einer. Okay, den müssen wir uns noch schnappen. Ja, ja. Ruhe. Oh, da ist noch einer. Oh, den haben wir auch. Ich nehm's mit euch allen auf. Ja, so viele waren das ja nun auch nicht. Was? Oder und denn? Alter, voll die Mauer eingestürzt und voll auf die Ruff. Ja, das sind ja die Alliierten. Wir müssen uns ja ein bisschen beeilen. Verdammter Flammenwerfer! Ja, genau. Genau. Das immer mit die Flammenwerfer. Entschuldigung, als ich jetzt ein bisschen ruhiger bin als in die anderen Folgen oder jetzt am Anfang. Aber ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen konzentrieren. Ich habe hier keinen Bock. Und down zu sterben. Zack, den haben wir. Ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er down? Alter, was ist denn hier los? Hört auf mit die Steine zu schmeißen. Das ist ja der Hammer. Oh, Flammenwerfer. Nee, das ist eine andere Knarre. Nehmen wir die mal. So. Oh, nicht schlecht. So, wir sind eigentlich gleich am Ziel. Hoffe ich doch mal. Außer wir kriegen noch einen Besuch. Ja, da sind sie schon. Da kommen sie nämlich schon. Kommt der hier, ihr Ratten! Ja, danke. Was? Ein dämlicher Plan. Das ist mir nicht eingefallen. So, wie cool das ist. Jetzt müssen wir das Ding natürlich noch einnehmen. Ich weiß zwar nicht, wo sie alle herkommen, aber... Da oben. Oder... Verrecke, du... Penner.
kommen immer mehr. Nein! Jetzt bin ich echt runtergefallen. Ich bin ja sowas von blöd. Alter, nee. Da falle ich echt runter? Das ist ja der Hammer. Okay, dann hole ich sie mir halt von hinten. Jetzt mache ich auch mal ihn von hinten. Oh. So. Brauchst ja nicht weg, ne? Gibt's da ja nicht. Und wo kommen die überall noch her? Ja, der scheiß Flammenwerfer, der geht mir richtig auf den Zünder. So eine Kacke. Mann. Ja, schön, explodier. Nimm die anderen Dreckschweine auch noch gleich mit in ihre Hölle. So, wir haben es gleich eingenommen. Die Flagge ist unser. Ich hoffe, dass ich nicht wieder hier runterspringe. So. Mega cool. Innenhof eingenommen. Besetzt. Top. Das läuft doch. Wieder nicht gestorben. Ey, das läuft langsam. Langsam haben wir den Dreh raus. Wie der Hase so abgeht. Ach du Scheiße. Hinter dir, Digga. Der hat ihn voll erwischt. Mit Wart. Ach du Scheiße. Ja, aber er hat Bischof rausgeholt, ne? Also er hat, ne, den Forster hat er rausgeholt. Ist natürlich ein bisschen traurig. Die Kämpfe dauerten 9 Monate an und mündeten schließlich in einen hart erkämpften Sieg der Osmanen. Fast 100.000 osmanische Soldaten verloren bei der Verteidigung ihrer Heimat ihr Leben. Aus ihren Reihen erstanden jene kampfstehenden Anführer, die danach die Republik der Türkei. Krass, Alter. Erstmals kämpften Australier und Neuseeländer unter eigener Flagge. Krass. So, daraus sind halt... Also die Osmanen, aus denen sind ja die, ist ja die Türkei entstanden. Krass, einfach nur. Also die Geschichte und so, was darum alles ist, ist schon mega cool gemacht eigentlich. Und das war's leider mit dem Kapitel schon. War nur 3 Abschnitte. Krass, Codex-Seiten. Ein paar haben wir gefunden. Okay, naja, gut. So, dann würde ich sagen, starten wir, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, starten wir gleich noch in den 5. Kapitel. Hier sieht er irgendwie aus mit einem Panzer. Ich bin, mal sehen, was uns erwartet. Nicht stets geschrieben, schließe dich dem Wüstenfeldzug von Lawrence von Arabien gegen das Osmanische Reich an. Diesmal müssen wir gegen die Osmanen, also gegen die Türken, oder mussten wir hier auch schon... Ach nee, wir haben gegen die Türken gekämpft, oder was? Ach, keine Ahnung. Schreibt mir meine Kommentare. Als Frankreich kam, tobte in den Wüsten Arabiens ein Aufstand. Die Beduinen führten dort einen Krieg, der sich gänzlich von allem unterschied, was wir aus den Gräben kannten. Mit kleinen, beweglichen Einheiten forderten sie die Macht eines Großreichs heraus. Vereint durch die Vision eines einflussreichen Kriegers. Eine Vision von Freiheit und Veränderung. Okay, krass. Gut, das erste Level ist an offene Versteckten, ne? Erstens schließe dich dem Wüstenfeldzug von Lawrence in Arabien an. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet.
Gut, jetzt hat sie doch erklärt, also wir kämpfen gegen die Türken, gegen das Osmanische Reich, die anscheinend auf ihrem Kontinent da alles beherrschen wollten. Die arabische Wüste. Ein gewaltiges Meer aus Sand und sonnenverbrannten Felsen. Und unter den endlosen Dünen Öl, schwarzes Gold, der Lebenssaft eines neuen, mechanischen Zeitalters. Seit mehr als 400 Jahren herrscht das Osmanische Reich über das Land und all seine Schätze. Doch nun regt sich Widerstand. Kleine Banden aufständischer Beduinen haben sich zusammengetan, um das Reich zu stürzen. Sie kommen ohne Warnung und verschwinden dann in der Wüste. An ihrer Seite kämpft ein einsamer britischer Offizier, dessen Heldentaten in aller Munde sind. Die Welt gab diesem Mann den Namen Lawrence von Arabien. In der Wüste braucht man eine gute Planung und eine Portion Glück. Und vor allem Letzteres meinte es gut mit uns, als wir von einem kürzlich entgleisten Zug der Osmanen erfuhren, der eine äußerst interessante Fracht geladen hatte. Oh, okay, neues Einsatzziel. Benutzer entfernen, um Feinde auszuspähen. Eine kleine Patrouille hatte sich den Osmanen angeschlossen, die den Unfall überlebt hatten. Gemeinsam bewachten die Männer das Wrack und warteten auf Verstärkung. Wenn dein Feind bessere Waffen und Ausrüstung hat als du selbst, bestiehl ihn. Ja, das stimmt, da hast du recht. Da ist noch einer, da ist noch mit Pferd. Also ein paar Typen sind das schon. So müssen wir natürlich wahrscheinlich mehr schleichen. Ein einsamer Krieger hat gegenüber einer Streitmacht nur einen Vorteil. Er kann sich unbemerkt bewegen. Das stimmt. Wenn du alleine bist, hast du halt den Vorteil, dass dich nicht jeder gleich sehen tut, als wenn du mit einer Einheit vormarschierst. Daher werden wir uns den ersten mit dem Pferd kümmern. Wer hat uns gehört? Ist nicht so schön. Ja, die Grafik ist natürlich wieder bombastisch hier. Hier in der Wüste auch richtig geil gemacht. So, schön drin im Kopf. Ach, im Kopf sag ich schon. Schusswaffen sind zwar mächtig und effizient, aber sie erregen Aufsehen. Das stimmt, da hast du recht. Eine Reaktion der Osmanen würde also nicht lange auf sich warten lassen. Tipp, Waffenstationen haben einige mächtige Waffen, okay. Guck mal. Oh, was hat der denn da drin? Oh, schöne Teil. Können ja erstmal das MG benutzen. Mann, Alter, steuert sich. Steuert er ja nicht mehr. Wenn man erstmal so in Schussmodus ist, dann kann man sehr wenig. Oh, ein Sandsturm. Aber das stört uns ja nicht. Wir sind Osmanen. Wir sind Beduinen oder wie die heißen. Etwas zu sehen oder in den eigenen Händen zu halten, ist ein himmelweiter Unterschied. Das stimmt. Da hast du auch wieder vollkommen recht, mein Junge. Ist zwar eine Kinder mehr da, aber wir sind trotzdem darin.
Da ist so dunkel, also hier auf dem Bildschirm ist echt dunkel. Aber was will er damit? Nein, die haben uns. Das war's jetzt echt? Nee. Wer ist das denn? Tja, du dachtest nicht, dass wir rechtzeitig hier sein würden, um dich zu stellen, oder? Lawrence von Arabien. Ach du Scheiße, die haben sich überall versteckt. Eigentlich hatte ich fest darauf gehofft. Herr Lawrence! Das ist ja raffiniert. Nun wird der Jäger zum Gejagten. Also, wer bist du? Das ist die Alte, wir waren die Alte, wir waren ja nicht der Lawrence. Wirklich sehr amüsant, meine Liebe. Ahmed. Amüsant? Gäbe es keine Männer wie sie, wäre ich frei. Frei also? Du bist frei, wenn du stirbst. Und ich verspreche dir, das Reich wird euch allen diese Freiheit schon sehr bald schenken. Ach, das ist der Zug. Durch die Wüste. Eure Freunde, Familien und Häuser ebenso vernichtet wie eure Schlupfwinkel. Bald könnt ihr nirgends mehr hin. Was ihr kennt und liebt. Nur noch Asche. Und dann habt ihr eure Freiheit und sterbt. Ihr Bestien! Sarah! Ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als diesem Mann die Haut von den Füßen abzuziehen und ihn nackt in die Wüste zu jagen, damit er krepiert. Bedenk es nochmal. Du hast recht. Es tut mir leid. Meine Freundin hier ist mitunter etwas schroff. Sie werden mir jetzt sagen, wie wir ihren Zug erreichen. Damit er uns in die Falle geht und zerstört werden kann. Unmöglich. Um überhaupt mit dem Zug kommunizieren zu können, bräuchtet ihr ein ganzes Buch voller geheimer Codes. Oh, Sie meinen dieses hier. Ihr werdet den Fortschritt niemals aufhalten. Eines Tages wird die ganze Welt nach eurem Land und dem schwarzen Gold unter seinem Sand greifen. Warten wir es ab, mein Freund. Natürlich reichte die Beschaffung des Codebuchs nicht aus. Um diesen eisernen Drachen zu zerstören, diesen Kanawa, wie die Osmanen ihn nannten, mussten wir mit drei verschlüsselten Befehlen seine Gefechtsbereitschaft aufnehmen. Die Osmanen hatten entlang der Eisenbahnlinie mehrere Außenposten errichtet, deren Kommandeure Kapseln für vordringliche Nachrichten bei sich trugen. Wir mussten unsere Befehle in diesen Kapseln verschicken, da sie der Zug sonst nicht akzeptiert hätte. Es würde nicht leicht werden, das Dorf zu infiltrieren, nachdem sich dort eine Abteilung osmanischer Soldaten häuslich eingerichtet hatte. Die Osmanen haben einen abgelegenen Wüstenposten eingerichtet. Er ist nur leicht verteidigt, aber bestens mit Waffen und Fahrzeugen ausgestattet. Sie rechnen offenbar nicht mit einem Angriff. Die ganze Ausrüstung könnte nützlich sein, falls du sie verwenden möchtest. Die antiken Ruinen waren alles, was noch an eine längst vergessene Zivilisation erinnerte. Inzwischen hatte die moderne Welt des Osmanischen Reiches in Form von Panzerfahrzeugen und Feldgeschützen dort Einzug gehalten. Drei Kommandeure mussten eliminiert, drei persönliche Nachrichtenkapseln gestohlen und mit unseren falschen Befehlen auf die Reise geschickt werden. Wie Sarah diese gefährliche und tollkühne Mission meistern würde, blieb ihr überlassen. Ach du Scheiße, also hier machen wir erstmal eine kleine Pause. Das hört sich ja richtig krass an, was da los ist. Wir müssen jetzt mehrere im Dorf... ein Waffenlager unten noch irgendwas anderes infiltrieren. Dann müssen wir die Kapseln beschaffen, zum Zug bringen. Oh, meine Fresse. Also ist noch sehr viel zu tun. Auf alle Fälle ist es eine spannende Mission, finde ich. Und falls euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein Abo. Und dann will ich euch in der nächsten Folge von Battlefield 1 begrüßen. Ich bin raus und ciao.